Hallo Leute, da bin ich wieder. Oh, noch etwas dreckig vom Strand. Und ja, hier sind wir. Wir sind in Hua Hin. Hua Hin, ein Küstenort in Thailand. 3 Stunden südlich von Bangkok. Und wir werden jetzt an, aus meiner Sicht, einer der besten Orte gehen, die es hier in Hua Hin gibt. Und ein thailändisches Barbecue essen. Ihr werdet gleich sehen, ich habe nicht zu viel versprochen. Das Essen hier, das Thai Barbecue hier, ist wirklich Weltklasse. Und ich kann euch eins sagen, ich sage es zwar nicht so gerne, aber das ist wahrscheinlich ein Geheimtipp. Okay, meine Frau ist bereits drin. Mal schauen, ob ich sie finde. Gehen wir mal gucken, was es hier Feines zu essen gibt. Hier haben wir noch die Menükarte. Also es ist tatsächlich nichts für Vegetarier heute. Es ist Fleisch, Fleisch, Fleisch. Yui, Tinimi, Sound Jöne. Bei Tinun, Chai, Chai, Chai. Also ich muss raus. Hier drin hat es viel zu viel Musik. Da hört ihr wahrscheinlich nichts. Deshalb setzen wir uns hier in den Garten. Wahrscheinlich hier. Ja, gehen wir hier hin. Hier. Ja, also ich werde heute mal von A bis Z zeigen, was so ein Thai Barbecue ist, wie es funktioniert etc. Und eben wie gesagt, ist wahrscheinlich eins der besten. Oh, heute Yui auch in the house. Ja, Yui wird mal bestellen und ich werde euch mal schnell sagen, wie das hier läuft. Also, wir haben 2 Stunden Zeit. Es wird aber kein Stress, weil das Fleisch hier ist 1A, 1A Qualität. Und du kannst hier sagen, ob du Schweinefleisch, Rindfleisch essen möchtest. Das Schweinefleisch, ihr könnt es sehen hier, es kostet 359 Baht. Und Rind, 3,59 und Schweinefleisch ist 2,49, all you can eat, 2 Stunden. Und wenn du Rind nimmst, dann hast du die ganze Karte, dann kannst du alles bestellen, Hühnchen, Schrimps etc., hast du alles. Plus sämtliche Gerichte hier, ist alles im Preis inbegriffen. Das sind etwas mehr als 10 Euro, das ist eigentlich nichts. Jetzt muss ich da so auf einem Zettel aufschreiben. Schauen da, was man möchte. Also da hat es überall Nummern und dann bestellt man oder sagt man, was man möchte. Und dann kann man da im 5-Minuten-Takt mehr oder weniger immer wieder nachbestellen. Und dann kommen einfach die Teller, du schmeißt das Zeug auf den Grill, brutzelt es und ja, so läuft. Also es ist. Okay, ich muss jetzt da schnell ein bisschen helfen, ein bisschen. So, ein bisschen die Soßen zusammenmischen. Chili und Knoblauch, ganz wichtig. Also hier gibt es so die typische Thai Barbecue Soße. Da haben wir noch eine süßere Soße hier, die ist auch mega lecker, aber zu süß. Ich will heute nicht zu süß essen. Okay, jetzt hat sie da die Liste ausgefüllt. Jetzt könnt ihr sehen, hier da kommt der Tischgrill, hier mit Gas betrieben. Ich muss das schnell wegnehmen da. Und ja, das wird jetzt heiß. Jetzt gießt er da Wasser rein, heißes Wasser. Also es ist eine Bouillon, oder ihr kennt ja wahrscheinlich Fondue Chinoise. Das kocht jetzt hier, das Wasser kocht, das ist eine Suppe. Da kann man dann das Gemüse etc. reinschmeißen und hier obendrauf schmeißen wir dann das Fleisch. Jetzt kommt das Essen. Also ihr könnt sehen, da kommen jetzt alles so kleine, da kommen die Schrimps etc.
Und eben wie gesagt, 10 Euro, Leute. 10 Euro, da isst du jetzt 2 Stunden, bis du einfach nicht mehr kannst, bis du satt bist. Ja, jetzt muss ich da. Das Problem ist immer ein bisschen der Platz, aber ihr könnt sehen, man kann sich hier auch von oben nach unten arbeiten. Es gibt hier so schöne Tellerchen da. Da oben zuerst ein Stück Fett drauf, damit es schön fettig wird, damit es nicht kleben bleibt danach. Der Reis schaut auch hammergeil aus, auch mit Garlic drin. Boah. Ja, er hat da schon Hunger. Es wird relativ eng hier, also man muss wirklich schauen, platzmäßig. Ayu hat da noch Somtam bestellt, Salat. Es ist schon geil, nicht? Hammer, schaut euch das an, ey. Ja, hier, hier. Und ja, wie bereits gesagt, man kann da immer nachbestellen, also all you can eat. Wir sind jetzt auch früh dran, also wir haben 17 Uhr in Thailand begonnen, weil am Abend ist hier voll. Es hat nicht sehr viel Platz, aber das ist dann alles voll. Und eben, du kannst das Fleisch entweder kochen im Wasser oder du kannst es oben auf den Grill schmeißen. Das ist jetzt ins Wasser gefallen, egal, ist so oder so Speck mit Chili und Garlic. Da, Jui. Sie ist da, ja, halt das scharfe Zeug hier. Somtam da. Da, Somtam. Sie sagt nicht scharf. Nicht scharf. Aber ja, für mich zu scharf. Für mich ist schon die Soße hier ist schon ziemlich scharf. Also es wird immer wieder nachbestellt. Jetzt wird es eng. Vermisst du nicht die tollen Gebirge? Nein, gar nicht. Also 9 Jahre jetzt in Thailand und ich muss sagen, dass ich nie wieder hier weg möchte. So, jetzt wird es eng, jetzt müssen wir mal schnell ein bisschen essen hier, damit es wieder Platz gibt. Zweiter Tisch zusammenbricht. Ja, jetzt hat sie schon etwas übertrieben. Also, wie gesagt, Essen, das ganze Aufessen ist absolut kein Problem, aber sie hat zu viel auf einmal bestellt. Der Tisch ist voll. Der Tisch ist voll. Ich habe nicht mal Platz für die Kamera. Kommt noch jemand auf die Lotterielose vom Tam Livestream? Okay. So köstlich. So, ich muss schnell bezahlen.
kleine Chef checkt noch die Rechnung, ob alles stimmt. Mit 583 Baht, okay. Warte mal, okay. Ist okay. Okay, also Rechnung 583 Baht, alles zusammen mit Getränk, alles. Wir hatten zwei Cola und eine Flasche Wasser. Also sind das, sagen wir, 600 Baht. 600 Baht, 300 Baht sind etwa 9 Euro. Alles zusammen etwa 18 Euro. Bye. Ciao. Okay. Ja, also, ich zeige euch noch mal schnell, wie das Restaurant hier heißt. Für die mal in, also wenn ihr mal in Hua Hin seid, hier haben wir es hinter mir. Das ist der Name von diesem Restaurant hier. Und ihr findet das am einfachsten. Da hinten ist die Soi 51 in Hua Hin. Soi 51 kommt so dann nach links und dann seht ihr hier dieses Restaurant. Da auch noch so ein Schild, ja gut, ist zu hell, sieht man nicht. Aber ja, das ist aus meiner Sicht bis dato für mich das beste Mukata-Restaurant hier in Hua Hin.